Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Part Mystery Dungeon DX. Es war mal wieder soweit, dass ich natürlich offscreen ein bisschen was erkundet habe, denn ihr habt schon mitbekommen, leider habe ich das ein bisschen verpeilt und einige abgewiesen, die wir jetzt schon haben könnten. Dementsprechend hatte ich ein bisschen Priorität drauf, auch wollte ich den Bronzerang unbedingt bekommen. Nach einem Aufenthalt in der Seltsamhöhle kam ich raus mit einem Intensivticket, einer Kehrtwende und angeschlossen haben sich Voltobal und Visor. Dann ging es weiter zur Stillklamm. Ich habe einiges retten können erstmal, doch dann gab es einen Fight mit Metacross und meine Güte, das Ding hat echt gut reingehauen. Letztendlich war die Ausbeute nicht so groß, aber ich bin sehr froh darüber, dass sich ein Pudox angeschlossen hat und Teddiosa hat sich auch mit angeschlossen. Und nach diesen Aufträgen war es dann soweit, der Bronzerang ist nun endlich da. Hier seht ihr nochmal, was wir alles bekommen. Wir haben jetzt mehr Plätze, wir können mehr Aufträge annehmen, haben mehr Teams und die Kapazität der Sammelbox ist auch größer. Und damit lasst uns nun weitermachen. Und nach den paar Abenteuern sind wir nun wieder hier. Wir werden heute aufbrechen, die Story fortsetzen. Mal sehen, was uns erwartet im Kampf gegen Zapdos. Das wird jedenfalls ein etwas größerer Dungeon, das sollte klar sein. Porenta gehört gerade zu meinem Hauptteam mit dazu. Hier nochmal der Überblick, was wir derzeit alles haben. Visor, Plusel, Minon, Magnetido, Voltobal, Tetiosa, Hornio, Pudox. Auch sehr krass, finde ich. Und Hut, Hut. Alles klar, Leute. Ich mache hier mal weiter, indem wir erstmal noch ein bisschen was verteilen, nämlich. Und wie immer gilt das natürlich erstmal uns, das ist klar. Sind hier nun mal darauf angewiesen, so ist das. Dementsprechend 2 zu Tragosso, 2 zu Bisasam und gut ist. Und darauf hoffen, dass wir vielleicht neue Talente bekommen, die ziemlich krass sind. Aha! Wenn wir schon davon sprechen, was haben wir hier? Nachwirkung plus. Erhöht bei allen Teammitgliedern die Stärke von Attacken, die dem Anwender durch Rückstoß sowie bei Fehlschlag Schaden zufügen, drastisch. Das klingt eigentlich sehr, sehr cool, aber ich bleib mal bei der Harmonie. Aktuell. Momentan sind wir noch bei Harmonie, genau. Finde ich immer noch praktischer derzeit. Um das andere müsste man extra ein Team natürlich bauen, ne? Das ist klar. Dann ist das wahrscheinlich auch sehr mächtig, aber muss eben auch erstmal umgesetzt werden. So. Okay. Versorgt. Jetzt wird verstärkt nochmal. Ah, hier kann man auch den maximalen KP-Wert ein bisschen verbessern mit Citro-Bären hier. Ziemlich spannend. Hier können wir einen Angriff erhöhen, das machen wir bei uns. Die Genauigkeit wird weiter für Schlafpuder erhöht, dass wir irgendwann wirklich so ein Schlafpuder haben, was einfach immer einschläfert. Das ist so das Ziel. Und ich denke, das ist ein sehr cooles Ziel an sich. Genau, der Rest kommt zu uns rüber. Aber ich will das ganz gerne auch noch alles hier zeigen, dann schon im Part. Könnte man jetzt theoretisch natürlich auch erstmal offscreen machen. So, wir sind natürlich ganz klar physisch orientiert. Der Feuersturm wird irgendwann wahrscheinlich auch mal verschwinden. Wie ich schon mal meinte, ist halt am Anfang einfach, finde ich, ganz praktisch. Okay, jetzt haben wir nochmal 2 AP mehr. Ich denke, das ist sowieso so eine Kombination, die behalten wir jetzt eine ganze Weile bei, weil Knochenkeule, Silberblick funktioniert halt wirklich toll. Ich spare mir die mal ein bisschen. Ich will das nicht ewig horten, aber vielleicht wird sich später noch ein bisschen was am Team ändern. Ziemlich sicher sogar. Dementsprechend halten wir das Ganze so. Alles klar. Auf dem Marsch zum Donnerberg. Jetzt wird es ein bisschen gefährlicher, aber ich habe mich vorbereitet. Hat diesmal sehr viele Äpfel dabei. Und auch Belebersamen. Hoffen wir, dass es reicht, um hier ordentlich abzugehen. Wir sind hier wohl am Fuß des Donnerbergs. Ich frage mich, ob sich Simsalas Team bereits auf den Weg gemacht hat. Zapdos, das wird kein Zuckerschlecken. Mir schlottern die Knie. Aber ich darf mich von sowas nicht aus der Fassung bringen lassen. Immerhin haben wir eine Aufgabe und die lautet, rettet Tengulist. Chris, geben wir unser Bestes. So, das erste richtig große Ziel. Ich meine, gegen Zapdos, hallo. Richtig heftig eigentlich. Oha. Wir erstmal direkt hier neben den Gegner starten, auch toll. Armes Tuska. Oh, droppt erstmal eine Luxusbox. Krass. Das allererste, was wir einfach bekommen. Das ist lucky. Und die Musik ist auch wieder sehr schön.
kündigt schon an, mehr oder weniger. Es klingt schon so ein bisschen epischer gefühlt, ne? Man merkt schon, jetzt kommt gleich ein richtig krasser Gegner ums Eck. Beziehungsweise nicht ums Eck, wir kämpfen uns den Weg hart durch. Ja, ich habe jetzt die Georock-Brocken nämlich auch mal ausgestattet hier und die werfen die jetzt auch, das finde ich ganz cool. Steht da im Menü dabei, dann kann man das nämlich auf ZR plus ZL auch legen. So musste ich nämlich zum Beispiel einen Metagross tatsächlich bekämpfen als Supergegner. Und kam da nicht drum rum und dachte mir, okay, aktuell sieht's schlecht aus. Nimmst du mal die schicken Dinger damit. Die ist einfach abgehen. Einfach am Werfen von hinten, richtig übel. Aber klar, kann man machen. Schauen wir, dass wir möglichst viel finishen. Dann können sich schließlich auch welche anschließen. Übrigens, danke für den Hinweis, das wusste ich vorher nämlich auch nicht. Dass wir dann nur dafür zuständig sind anscheinend. Was zum... Okay. Die werfen aber schon sehr früh, oder? Und ja, dieses Porenta hat Furienschlag. Das macht das relativ gefährlich. Weil Multi-Attacken sind echt mächtig in Mystery Dungeon. Das ist relativ heftig. Ja, es ist schön, ne? Es werden die Items hier mal ein bisschen sorgfältiger genutzt. Ich finde das so lustig. Flop, wer einfach von hinten schmeißt, richtig mies. Alles klar, Porenta. Das muss doch ganz schön triggern, oder? Tut mir schon richtig leid hier. Flop und nochmal drauf, jawohl. Klasse. Ja, vielleicht haben wir Glück und irgendwas schließt sich uns noch an. Mit der Macht der Harmonie geht vieles. Oh, wir haben einen Lahmzweig. Das ist gar nicht mal so schlecht. Naja, du wurdest eingeschläfert. Weißt du, und erstmal so oft mit Furienschlag verfehlen dabei. Denke übrigens auch, bei Multi-Hit-Attacken sollte man eventuell einfach die Genauigkeit dann boosten. Das ist zum Beispiel auch sowas. Klar, wenn das schon so stark ist, wenn es trifft, natürlich will ich dann auch gucken, dass es alles hinhaut. Die volle Vernichtung muss auf jeden Fall sein, ne? Und ich denke mal, wir sowieso als Boden-Pokémon haben hier überhaupt nichts zu befürchten aktuell. Guten Tuska könnte vielleicht auch mal eine Pflanzattacke haben, weiß nicht. Wäre jetzt aber auch kein Beinbruch. Immer schön weiter. Donnerberg müsste jetzt nämlich, glaube ich, tatsächlich mal ein bisschen größer sein. Oha! Ah, Tauros war das. Krass, okay. Das wäre natürlich heftig für unser Team. Hab nämlich gemerkt, dass diese hier, die schließen sich anscheinend sehr gerne an, wenn man die mit Äpfeln regeneriert. Das macht es umso wichtiger, dass man die mitnimmt. Sehr wichtig, auf jeden Fall. Ich kaufe dieses Porenta nicht klar. Autsch, Doppelkick hat reingehauen gerade. Oh Mist, ey. Ah, klasse, ein Nidoran, männlich. Wollte nicht jemand einen Nidoran haben? Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das ein männliches oder weibliches war. Oh, ich guck nochmal nach. Also keine Sorge, ne? Ich mach das dann... Das werde ich dann eher offscreen vielleicht machen. Wobei, jeder sollte hier schon dabei sein. Mal sehen. Aber ja, Nidoran wollte auf jeden Fall jemand. Das habe ich mir auch gemerkt. Weiß jetzt nur nicht mehr, welches Geschlecht. Oh, ey, Nidoking wäre auch was Heftiges. Tauros! Du kriegst auf jeden Fall einen Apfel. Ja, diesmal bin ich spendabel. Vor allem, wenn es ein Tauros ist. Hallo, das muss mit, ey. So ein mächtiges Pokémon. Ja, es will mit. Oh mein Gott. Durchsetzungskraft. Natürlich. Was ist denn die Durchsetzungskraft? Ermöglicht es allen Teammitgliedern, mit jeder Attacke Schaden anzurichten, selbst wenn sie sonst aufgrund gewisser Fähigkeiten oder durch einen Typnachteil wirkungslos oder nicht sehr effektiv wäre. Wow, okay, das ist echt gut. Das ist richtig heftig. Wie krass ist das denn? Einfach für alle, nicht einfach nur für dich? Wow. Okay, jetzt habe ich extra mir Katapult geholt, damit ich auf Zapdos vorbereitet bin, vor allem so. Und dann kommt einfach dieses Tauros, denkt sich so, yo, was sind Typen? Keine Ahnung. Lass mal umrennen oder so. Alles klar. Und dann wird einfach wieder über die ganze Fläche mit drüber geworfen. Großartig. Ah, cool, wir haben Tuska. Ja, du kommst auch noch mit, klar. Und schon haben wir wieder ein gigantisches Team einfach.
die Armee marschiert zu Zapdos. Ist schon dezent gruselig. Und jeder packt mit an, über den ganzen Raum hinweg. Klasse. Ah, das ist so lustig, ey. Mega. Einfach mega. Ich finde das sehr unterhaltsam. Das hat schon irgendwie was. Das Spiel macht irgendwie Laune, wenn man wirklich viel rekrutiert bekommt erst. Sieht ja auch einfach lustig aus, wenn du da so eine ganze Armada dabei hast. Hat einfach was. Lässt sich nicht abstreiten, was? Na komm, komm her. Und tschüss. Gibt's überhaupt irgendein Limit für Leute, die mit können, so? Frag ich mich gerade. Also am besten hast du irgendwie so eine Armee aus 20, 30, so eine riesen Schlange, kannst du quasi Snake spielen. So auf dieser Minimap. Oh oh, das ist gefährlich. Irgendwas greift da hinten an. Taurus, oh Gott, ja unbedingt. Oh, was? Was konnte denn bitte schon Taurus umschmeißen? Oh Gott, dieses Taurus darf nicht sterben. Das ist ganz wichtig. Da müssen wir uns drum kümmern. Auf keinen Fall. Das wäre sehr verheerend. Ich will es unbedingt haben. Du kommst durch, Taurus, ich sag's dir. Ha? Wo ist denn der Treppenraum? Natürlich irgendwo oben jetzt, ne? Oh oh. Okay, Leute. Da muss wohl mal ein Apfel her. Jetzt habe ich natürlich einen noch so mal geopfert, aber sollte, denke ich, kein großes Problem darstellen. Wir können auch immer noch den Anführer wechseln, das geht ja auch und so kann man sich dann absichern. Oh, da war es natürlich. Letzter Raum, was? Ah, und ein Glück, dass ich mein Alertoskop dabei habe. Schon wieder einmal bewahrt vor dem Schaden. Noch ein Taurus, ist ja witzig. Aber ich werde den nächsten Apfel, glaube ich, nicht mehr opfern, außer wir finden jetzt noch einen. Sonst wird es mir ein bisschen zu riskant. Oh, wie Vulcano, wie cool. Nein, nicht töten, nicht. Oh Gott, nein, nein. Warum musst du doppelt angreifen? Nein. Oh, ich wusste nicht, dass es hier Vulcanos gibt. Auf was hast du gerade geworfen? Es steht leider nicht da. Nur Voltenso, okay. Brauche jetzt nicht unbedingt, ist aber natürlich auch ein bisschen gefährlich. Andererseits... Wir sollten genug Bodenangriffe in petto haben. Oh, was schmeißt ihr denn? Manchmal sieht man das dann gar nicht. Ja, da ist noch eins. Cool. Wow, du machst echt gut Schaden. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Was zum... Okay. Ja. Wir müssen auch richtig reinhauen, ja. Boah, ein Vulcano hätte ich echt gerne, muss ich sagen. Das wäre so cool. Stell dir vor, später mit Arcani hier durch. Mega. Auch ein relativer Favorit. Ja, wir können leider nicht anders. Ich habe zwar einen Apfel dabei, aber... Nope. Oh, da liegt jetzt einer. Oh. Weißt du, dieses Taurus hätte es einfach nur ein paar Meter nach oben schaffen müssen. Es war so am Ende, es konnte nicht an diesen Apfel. Diese eine Ebene. Jetzt tut es mir nur noch mehr leid, oh Gott. Okay, wobei ein Voltenso rekrutieren hätte vielleicht schon was. Das wäre schon mega. Sehen wir mal. Ah, Gott, oh Gott. Mein Gott, dieses Porenta haut rein. Vor allem, das war Aeroass. Als ob. Wobei, warte mal. Ist es jetzt so, dass das normal effektiv ist durch Taurus? Oha, ein Squawkler. Geht ab. Squawkler. Okay. Oh, und da haben wir einen Taubuga. Das Taubstick kam beim letzten Mal nicht mit. Sollte ich es irgendwie jetzt so bekommen, dann... Würde ich den Wunsch hier... Okay, nevermind. Aber vielleicht finden wir noch eins. Keine Ahnung. Oh, oh, die Kastanienfalle. Ach so, die war jetzt nicht so schlimm. Nur ein bisschen Schaden. Sprengfallen sind, glaube ich, mit das Schlimmste. So, ne? Schon sehr gruselig, finde ich, wenn dann auch dein Team so ein bisschen betroffen ist davon. Magen knurrt langsam wieder. Aber wir kommen zumindest schön weiter. Noch ein Squawkler und anscheinend haben wir auch einen Händler diesmal. Vielleicht nehme ich den sogar in Anspruch. Sehen wir mal. Könnte es sich mal lohnen. Uah, ruckzucki. Sandwirbel. Ordentliche Knochenkeule. Oh, noch ein Vulcano. Ich muss unbedingt rüber. Die machen es schon wieder fertig, bevor ich mein Ziel überhaupt erreiche.
Hätte ich halt sehr gerne. Oh, verdammt. Ja, Schlafpuder. Ja, ist gut. Goddammit, warum machen das jetzt immer die anderen? Oh nein. Ihr ruiniert es. Ich würde mir einen Apfel gerne kaufen, klar. Aufheben. Und wie bezahle ich dich jetzt? Danke, ja. Ich habe wirklich echt Angst davor, das aus Versehen zu vermasseln hier. Alter Schwede, geht das ab? Was stimmt mit diesem Porenta nicht? Ist ja richtig krank. Ich meine, gut, wenn wir jetzt bei Galar wäre es vielleicht was anderes. Okay, die beiden, die fordern wir heraus, Leute. Oh oh. Okay, jetzt sollten wir vielleicht noch kurz einen Apfel essen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Lecker. Ja, es ist dabei. Yes, yes, yes. Leute, Vulcano, klasse. Sehr gerne. Auch ein Feuertyp endlich mal. Hervorragend. Und Arcani ist halt auch echt cool, muss ich sagen. Später dann. Fallen die AP einer Attacke eines Teammitglieds auf 0? Also fallen sie auf 0, werden diese lediglich wieder aufgefüllt. Okay, das ist auch cool. Die Frage, wie wahrscheinlich das natürlich ist. Aber tendenziell auch sehr schick. Sehen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Glück haben. Das Coole ist, mit Katapult ist es halt jetzt auch anfällig. Ich mag das sehr gerne. Das ist eigentlich eine sehr schöne Attacke, wirklich. Und vor allem gegen Zapdos später, könnt ihr euch vorstellen, mit Katapult kriegt das Ding dann... Das verliert Flug. Und ja, dann hat es halt Elektro und wir hauen die Knochenkeule drauf. Selbsterklärend. Mein Plan ist super. Hoffen wir mal, dass er auch aufgeht. Vielleicht unterschätze ich das Teil auch ein bisschen. Ah ja, dich fordern wir auch nochmal raus. Oh oh, ja, RIP. Oh mein Gott, Porenta schnetzelt wieder irgendwas nieder. Ja, anscheinend. Sind wir schon da? Oh. Wir sind jetzt schon ziemlich weit oben. Bis zum Gipfel sollte nicht mehr viel fehlen. Oh, sieh nur, Chris. Nanu? Das ist eine Kangama-Statue. Sie ist sehr nützlich, da sie dir das Verwalten deiner Sammelbox ermöglicht. Ideal also, wenn du deine Items ein bisschen ordnen möchtest. Aber genug dazu, wir sind gleich am Ziel, jetzt nur nicht nachlassen. Ah, man kann sie auch nochmal unterhalten. Es dürfte nicht mehr weit sein. Hängen wir uns rein, Chris. Ich werde mich nützlich machen, Chris. Porenta. Ich find's witzig, dass es so abgeht. Vielleicht können wir auch ein bisschen was einlagern, was wir nicht brauchen. Hier, die hier kann man auch später mal verkaufen, zum Beispiel. Das ist ein Schützerbandana. Sein Träger hilft Freunden in Not. Wird ein naher Mitstreiter mit niedrigen KP angegriffen, nimmt der Träger den Schaden auf sich. Okay, das brauchen wir nicht aktuell. Belebersamen natürlich, ganz wichtig. Wir können auch am Anfang, falls es ein bisschen weiter entfernt steht, einen Lahmzweig benutzen. Kein Thema. Geht natürlich, klar. Okay, lass das mal so. Und jetzt sehen wir mal, was wir eventuell noch mitnehmen, um uns da vorzubereiten. Nimm mal Georock-Brocken mit. Also, habe ich jetzt gar keine Wahl mehr, oder was? Hopp, nimm ruhig 40 Stück mit. Richtig übel. Kannst du damit ausrasten, wenn du willst. Was haben wir hier? Ah ja, Verbotsamen zum Beispiel kannst du ja auch mal draufschmeißen. Es gibt so ein paar Dinge, die kann man auch einfach mal in so einem Bosskampf benutzen, wenn man möchte, klar. Bei Schlaf sind wir eh vorbereitet. Bisasam hat jetzt sehr hohe Genauigkeit aktuell drauf. Ich nehme noch 3 Mini-Belebersamen. Aber ich denke, wir sollten an sich gut genug dabei sein, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal. Was? Ich habe 24 Top-Elixiere. Wie ist das denn passiert? Okay. War ich lucky oder werden die dann echt so hinterhergeschmissen? Alles klar. Gut. Machen wir weiter. Boss-Time, Leute. Ach so, nicht ganz. Ach so, oh, jetzt dachte ich wirklich, das wär's schon. Ja, schon ein bisschen kurz gewesen, das stimmt schon. Aber es sah gerade so aus, als wäre das einfach so der Raum vor dem Boss für mich. Alles klar. So ein Voltenso wäre natürlich auch mega schick. Dummisel. Ja, komm. Von mir aus. Ja.
Genau, dachte ich mir schon, das will sich mit anschließen. Dummiesel ist natürlich eigentlich echt nutzlos, aber vielleicht geht's ja in Mystery Dungeon einigermaßen. Vorpreschen. Okay, wir haben leider auch kein Camp für Dummiesel, ist aber nicht so schlimm. Ich bin eh schon mit Tauros und Vulcano sehr zufrieden zum Beispiel. Auch Nidoran ist an sich ganz cool. Schicke Ausbeute. Vielleicht haben wir jetzt noch Glück mit Tauboga. Es hat natürlich Ruckzuck-Hieb drin. Ach, das verletzt uns jetzt erstmal gewaltig. Oh, ist das knapp. Huiuiuiui. Erstmal Aufstieg hier. Rasierblatt, ja. Das ist bestimmt auch noch recht gut. Fügt selbst einem entfernten Gegner Schaden zu mit hoher Volltrefferquote. Die hier ist ja schon ein bisschen verbessert worden, aber da hast du gleich 4 Felder in Blickrichtung. Ist also ein gutes Stück besser. Samenbomb macht sehr viel Schaden. Ich würde vielleicht den Rankenhieb sogar rausnehmen dann. Und WTF, warum ist eigentlich Schlammbad aktuell nicht zugewiesen? Das muss ich nämlich dringend ändern. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht war da vorher Giftpuder drauf und der Slot blieb einfach so. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Ja, Rasierblatt ist, denke ich, auf Dauer etwas besser. Also, wartet mal ganz kurz. Attackeneinstellungen, genau. Du sollst doch bitte mal Schlammbad auch einsetzen hier. Warum zum Geil benutzt du auch Schlafhut an sich nicht? Genauso wie dein Silberblick, den kannst du auch benutzen eigentlich. Habe ich auch relativ wenig dagegen. Und wir sind da eh erstmal flexibel und machen das selbst. Jetzt ganz vorsichtig durchbewegen. Mit so wenig KP ist das gefährlich. Aber die Treppe ist schon in Sicht. Dann würde ich auch sagen, warten wir nicht länger und gehen weiter. Und wieder am Schmeißen, ich sehe schon. Ja, seht euch das mal an. Klasse, von da hinten. Schon so viel Damage. Prima. Wow. Hat er gerade ernsthaft einen Tauboga einfach mit Rasierblatt weggesniped? Und einen Skorkler gerade auch? Okay. Alles klar. Richtig am Ausrasten heute, was? Und erstmal wieder weiter Items schmeißen. Klasse, hat Voltenso eingeschläfert. Finde ich super. Ja, bin mit dem Team so zufrieden momentan. Funktioniert einfach alles genau, wie man sich das wünscht. Sind wir da? Ja, das ist es, Leute. Wird es episch? Sehen wir mal. Das hier ist der Gipfel. Hey, Zapdos, wo versteckst du dich? Wir sind hier, um Tengulis zu retten. Los, zeig dich! Alter Schwede, ey. Jetzt rastet's aus. Ah! Ich habe euch gewarnt, ich werde keine Gnade zeigen. Ich habe keine Angst, hörst du? Zapdos, lass Tengulis frei. Vor dir steht nämlich ein Retterteam. Ich höre große Entschlossenheit aus euren Worten, doch jetzt werdet ihr ihn zu spüren bekommen. Meinen grenzenlosen Zorn. Das wollen wir doch mal sehen. Oh mein Gott. Dein Zorn mag grenzenlos sein. Aber bei mir ist das Team grenzenlos. Tut mir leid. Zapdos wird träge, finde ich schon mal ganz gut. Dann wird das mal geschmissen. Überleg gerade noch ein bisschen, wie wir da weitermachen wollen. Muss es sich nicht erstmal nähern? Geht Katapult eigentlich über mehrere Felder? Ich glaube nicht, oder? Nee. Oh, Himmelsfeger! Das dauert allerdings 2 Runden. Lass mich mal kurz wechseln zu Bisasam. Das geht nämlich auch mit Start. Stehen wir schon davor? Das sieht nicht so aus, oder? Ich habe hier einen Schlafenszweig oder sowas. Dann wird es nämlich echt gefährlich. Nee, das gefällt mir gerade nicht. Das wird reinhauen. Das lädt jetzt auf und gleich greift es an. Ich kann nur hoffen, dass träge, so träge macht, dass es vielleicht noch jetzt an den Zug kommen. Nee. Au, Backe. Benutzt dein Schlafpuder.
Ja, Tuska, wenn du willst, kümmere dich mal um Vulcano. Jetzt kann ich gleich mit Katapult weitermachen. Alright. Genau, jetzt machen wir dich mal anfällig für Bodenattacken. Genau, schön die Waffen und so weiter, auch sehr gut. Macht ihr alles richtig. Hervorragend. Ja, Vorsicht. Nein, Tauros. Aber es lebt doch. Ihr könnt es wieder beleben. Schlafpuder. Nein, es hat verfehlt, wirklich. Oh, ein Glück. Hat wohl die Trägheit geholfen, was? Sehr gut. Und es hat anscheinend einen Zwinger, das heißt, wir brauchen mehr AP, ja. Wow, okay, das war einfach. Ich konnte auch nicht mal eine Knochenkeule benutzen. Die haben einfach alle so draufgehauen. Unsere Züge gehen halt ewig, deswegen sag ja, Harmonie ist doch echt OP, oder? Weil wir so viele Angreifer haben. Das kann einfach nichts machen. Das ist eine komplette Armee davor. Hey! Hey, hast du meinen Kollegen beleidigt? Ich hole gleich meine 20 Freunde her, so ungefähr. Yo. Ah! Was geschieht hier? Zapdos beim Ausrasten. Oh. Hast du noch nicht genug? Komm nur her! Genug, der Kampf ist vorbei. Ich habe mich beruhigt. Ihr könnt den Ghoulis wieder mitnehmen. Ihr Kinder habt mich beeindruckt, doch seht euch vor, das nächste Mal werde ich es euch nicht so leicht machen. Ihr werdet meine ganze Kraft zu spüren bekommen. Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und hart trainieren. Und einfach wieder Grazil von dannen gezogen. Seht mal, da ist den Ghoulis. Was ist das überhaupt für komische Schocks hier? Das ist echt creepy. Geht's dir gut? Ja doch. Mehr oder weniger. Bin ich vielleicht froh, dass du wohl auf bist. Das war echt spektakulär. Diesen Zapdos habt ihr es gezeigt. Ganz meine Meinung. Du bist ganz schön stark für ein einfaches Tragrosso. Schon bei unserer ersten Begegnung habe ich es gespürt. Du bist kein Pokémon, nicht wahr? Wow! Wie kommst du darauf? Aber du hast recht, Chris ist tatsächlich kein Pokémon. Chris ist ein Mensch. Was? Ein Mensch? Aber ist sowas denn überhaupt möglich? Er weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Er wachte eines Morgens auf und war ein Pokémon. Und obendrein hat er jede Erinnerung an seine Zeit als Mensch verloren. Oh, warte mal. Lombrero hat neulich auf dem Platz etwas dazu gesagt. Er meinte, Simsala wisse alles. Simsala, weißt du, warum Chris zu einem Pokémon wurde? Nein, auch ich weiß es nicht. Oh, schade. Ich dachte, du könntest es uns sagen. Wobei, es gibt da einen Weg, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Echt? Und da wäre? Ihr gebt euch zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das den ganzen Tag in Sonne blickt. Ein Pokémon, von dem es heißt, es könne die Zukunft sehen. Xatu ist sein Name. Er sollte Licht in diese Angelegenheit bringen können. In Ordnung, nicht sie auf zu Xatu. Chris, lass uns zum Berg der Vorzeit gehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Kehren wir zur Basis zurück. Tengulis, kommst du mit? Wir müssen uns sputen. Ja, ich komme. Der ist auch ganz baff. Chris. Willst du etwa Wurzeln schlagen? Los, lass uns nach Hause gehen. Die Leute mit dem Fame, weißt du? Schnell auch da sein, schnell auch irgendwie so ein Foto gemacht, weißt du? Gleich hochgeladen. Simsala, ich kenne dich jetzt lang genug. Mein Gefühl sagt mir, dass du eben nicht ganz ehrlich zu ihnen warst. Du weißt etwas, nicht wahr? Da gibt es etwas, was mich beunruhigt, aber das behalte ich vorerst für mich. Um ihretwillen. So, so. Mysteriös, was? Und wir kriegen tolle Sachen. Das war die Luxusbox. Wirklich, eine Luxusbox mit einem Belebersamen. Okay. Warte mal, Nidoran kann sich nicht niederlassen. Oh nein. Und Tauros auch nicht. Nein! Oh mein Gott! Und ich habe mich so gefreut.
nein. Oh nein. Das ist so bitter. Okay, Leute, lasst uns Camps kaufen. Jetzt schnell, sofort noch am Partende. Sonst raste ich, glaube ich, aus. Oh nein. Tun wir das doch nicht an, Spiel. Okay, Leute. Reminder. Gebt euer ganzes Geld für die verdammten Areale aus, Mann. Ich habe mich gestern mal ein wenig umgehört. Anscheinend liegt der Berg der Vorzeit wohl in der Riesenschlucht. Also nichts wie los. Die Riesenschlucht erwartet uns. Nanu, worauf wartest du? Ach nichts, hör mal nur. Ja? Was ist los? Wie? Was ist das für eine Frage? Du tust das alles nur für andere. Nur für andere? Das ist eine ganz schön kühle Aussage. Wir beide sind doch Freunde, Chris. Ich will mein Bestes geben, eben weil ich das für dich tue, Chris. So sehe ich das zumindest. Aber wie auch immer, lass uns einfach alles geben, wie sonst auch. Und wir kriegen mal wieder Post. Immerhin kommt die Post ja anscheinend immer schön pünktlich. Na, gar nicht mal so schlecht. So. Naturkatastrophen. Laufende Untersuchungen zur jüngsten Serie von Naturkatastrophen. Pokémon in betroffenen Gebieten verlieren die Beherrschung und greifen grundlos an. Es gibt Stimmen, wonach eine mysteriöse Macht hinter den Vorkommnissen stecken könnte. Eine Quelle bezichtigt Dicta, die Erdstöße verursacht zu haben. Das Retterteam, das die Untersuchung leitet, bezweifelt diese Sicht indessen. Alter Schwede, einfach in dieser Welt voll der Dicta-Rassismus. Was ist das denn? Geht's noch? Die armen Dictas? 6150 haben wir aktuell. Ich guck noch mal kurz TMs durch. Aber muss sagen, mit Porenta als dritte Option bin ich momentan noch sehr zufrieden. Aber mal sehen. Oh, ein Eisstrahl. Das ist auch so verlockend, Leute. Lol, wir könnten sogar auch Eisstrahl noch lernen. Finde ich echt witzig. Aber ja, wie auch immer. Was wir natürlich machen. Areale, Leute. Sofort. Sofort. Aber ganz schnell hier. Okay, das hier bringt uns hauptsächlich Kampf. Stolunio wäre natürlich auch ganz cool. Jetzt sehen wir mal. Hebarak. Paras und Knilz. Ich auch ganz netten Knilz. Mache ich noch ganz gerne. Ah, da haben wir zum Beispiel Nidoran. Dodo, Tauros, Vampi. Ja, da sind sehr viele dabei. Savanne auf jeden Fall. Savanne wird gekauft. Tada! Oh, ich freue mich richtig. Das ist super. Dann sehen wir mal weiter. Knackdion auch natürlich ganz cool. Hier haben wir zum Beispiel Panzer Aeron und Honduster. Auch ziemlich nützlich, würde ich sagen. Ja, ein Panzer Aeron wäre natürlich auch richtig heftig. Ergänzt ja auch ganz gut. So Stahlflug zusätzlich, ne? Jetzt hier zu Boden, zu Gift und Pflanze. Ja, sicherlich nicht verkehrt. Hier haben wir Fukano, Ponita und Galoppa. Ja, da gibt es bestimmt auch ganz viele, könnte ich mir vorstellen, die irgendeins davon haben wollen mal. Oder halt noch irgendwas anderes Feuriges. Auch das wäre natürlich nicht verkehrt, was mit Feuer dabei zu haben. Aber ja, müssen einfach investieren, das ist so super wichtig. Echte Höhle ist dumm, Isel, okay. Das ist auch Flunkiefer, was dazu zählt. Und Flunkiefer ist natürlich mit Stahlfee absolut top, ne? Das wäre schon grandios für unser Team. Könnte man echt drüber nachdenken auch nochmal. Das ist ja dann schon ein sehr teures Gebiet erstmal, klar. Wobei, die richtig teuren, die kommen alle da hinten. Bis auf Magnetmine. Oh. Tanhele und Metagross, Leute. Auch heftig. Ah, da haben wir sowas wie Nebula Gengar. Hier Pupanze. Interessiert mich jetzt relativ wenig. Aber der Finsterkamm, den könnte man kaufen. Ja, für Geister, ganz klar. Einfach, dass wir mehr Flexibilität in Zukunft haben, ist so wichtig. Ich werde auch nochmal offscreen natürlich ein bisschen alles abgehen. Ich habe jetzt auch den Bronzerang mir offscreen geholt. Und ich denke, es ist auch perfekt, wenn man das LP so gestaltet, dass man immer schon einen schönen, zügigen Fortschritt irgendwo. Ja, wisst ihr was? Die Magnetmine kommt auch noch dazu. Habe ich auch nichts dagegen. Metagross gibt es als Supergegner, habe ich auch schon bekämpft. Und es wäre natürlich heftig, wenn man so einen Supergegner dann bekommen würde. Und wie gesagt, wir hatten noch ein paar Aufträge so unternehmen. Ich denke, es ist auch ein ganz schönes Spiel, wenn man es einfach mal so für sich auch ein bisschen spielen kann zwischendrin. Ich glaube, das
macht insgesamt sogar ein bisschen was aus vom Spielspaß an sich. Auch im LP selbst. Ja, der Pilzwald vielleicht noch und der Wildwucherwald. Ja, Leute. Einfach erstmal alles, was so ein bisschen günstig ist, einfach mal schon mal viel abdecken. Den Rest holt man sich dann halt später, aber klar. Immer weiter damit. Ich glaube, ich werde auch erstmal meine Intensivtickets sogar verkaufen dann. To be honest, ich meine, damit scheint man ja eh ein bisschen zu krass abzugehen wiederum. Ich scheine schon ein bisschen OP zu sein, fast wieder. Wenn du gleich mehrere Level-Ups kriegst. Aber gesehen, die sind ein bisschen was wert zumindest. Aber vielleicht lasse ich es auch sein, mal gucken. Dschungel ist als nächstes dran. Alright, ich glaube, damit lassen wir es erstmal gut sein. Jetzt sind wir echt am Limit, aber jetzt ist wenigstens mal schön viel erschlossen, versteht ihr? Dann bleibt uns das Problem in Zukunft hoffentlich erspart. Das ist nämlich dezent grausam. Uff. Oh Mann, da freut man sich so sehr. Und dann passiert man wieder das. Egal. Systematisch alles kaufen und dann passiert das nicht mehr. Insofern sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Bis bald.